So, YouTube, bevor das Video beginnt, muss ich leider sagen, dass die Aufnahme beschädigt ist und ein Großteil fehlt. Gell? Es tut mir leid, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Und ja, ich kann es leider nicht neu machen, weil ich habe mittendrin gespeichert und am Ende dann auch noch gespeichert und mein Speicherstand überschrieben. Das heißt, ich Blödsinn jetzt. Und ich mag sowas nicht neu machen. Und tut mir leid. Ist so. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Einen wunderschönen, meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge der Dark Occult. Es darf munter und heiter weitergehen. Ich hoffe, ich kann euch einigermaßen unterhalten in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Also ich weiß schon, dass wir hier gespeichert haben, aber ich weiß jetzt nicht, wo wir gerade hin wollen. Und ich habe in den Tasten einstellen, also in den Optionen nachgeguckt, was die Taschenlampe ist für eine Taste. Und es ist die Taste R. R. Ich bin Amerikaner. Sprechen das so aus. Ja, es ist R eben. Und das, ja, ich habe einfach noch keine. Jetzt gucken wir sich einmal hier um. Wetten, die Tür ist zu. Oh Gott sei Dank, da ist die zu. Ich wollte nämlich eh nicht. Da gehe ich auch nicht hin. Man sieht ja gar nichts. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, da jetzt runter zu huschen und blind durch die City zu cruisen. Wisst ihr? Wisst ihr, was ich mache? So. Lass mich nicht lügen. Aha. Was war das? Hallo? Ist hier wer? Robert? Bist du's? Wieder hier. Roberto. Moment mal, hier war nix. Ich weiß gar nicht, wie sind wir denn glaubt? Da war die Bibliothek, oder? Kann das richtig sein? Ja, genau. Gut. Da hinten haben wir den Stierschlüssel gebracht. Bedeutet, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir gehen wieder zurück und gehen jetzt ein Stockwerk weiter hoch. Also hier nicht, oder? Ich weiß echt nicht mehr. Was? Etwas gehört? Oh, ich sehe gar nichts. Hallo zusammen. Aber hier schon? Erdbeben! Ich hab keinen Plan, Alter. Was geht ab? Soll mich das irgendwie einschüchtern? Weiß ja gar nicht, wo ich aufgewachsen bin. Das juckt mich Haselnüsse, was du mit dem Kronleuchter da machst. Ist so. Ja, ich brauche einen Boxschlüssel. Super. Komm, open this und gib mir Taschenlampe, verdammt nochmal. Das, ich weiß gar nicht, sind das vielleicht eventuell Batterien für die Taschenlampe? Kann denn das die Möglichkeit sein? Könnte möglich sein, oder? So cool, dass überall Batterien liegen, aber ich keine Taschenlampe habe. Ich meine, ich könnte das Spiel heller stellen, aber dann ist die Atmosphäre... Dann ist die Atmosphäre für den Hugo, denke ich, ne? Ich sag's nur ungern, aber ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nein, doch nicht. Moment mal, wir sind hier rein. Wir haben von hier den Skorpionschlüssel und sind hier rein. Jetzt gehen wir mal dahin. Da bräuchte man auch den Skorpionschlüssel. Habe ich ganz zufällig einhängen. Alles super duper. Da ist wenigstens schön hell, da bleibe ich. Oh, da ist wieder was zum Speichern. Gut, wir speichern. Das Widerzimmer. Wieder den Widerschlüssel. Nur mal so nebenbei, das schaut heftig aus. Ich bin wieder. Jetzt bin ich interessiert. Ich gehe da jetzt nicht hin. Bei diesen komischen Tentakeldingern da.
Gar, und da habe ich auch keinen Bock. Machen wir wieder zu. Da ist bestimmt kein Schlüssel. Ich will ihn auch nicht finden. Ich weiß jetzt nicht, wie es abbrennt. Wenn ich, umso länger ich in dem Haus bin, vielleicht. Weiß nicht. Ich habe echt keinen Plan. Oder umso fortgeschritten ich jetzt Ding bin. Behinderung, die ich habe. Boah, keine Ahnung, was ich laber. Ich sehe doch nichts, bitte. Was leuchtet da? Da leuchtet doch was, oder? Ist da was? Keine Ahnung, weil es ist nur schwarz. Die ist von innen verschlossen. Die haben sich ja alle eingesperrt, die Schweine, weißt? Oh gut, warte mal, hier sind wir gerade. Ja, okay. Ich glaube, ich muss doch hochgucken. Oder wir nehmen den Tentakelraum. Da waren wir schon, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, ja. Hier waren wir schon. Gut. Lass mal gucken. Noch eine Tür. Perfekt. Wir gehen jetzt zu den Tentakeln. Das wird schon richtig sein. Die verschwinden sicher, wenn ich dran vorbeigehe. Die ganzen Kakerlaken an der Wand auch hoffentlich. Ah ja, sind schon weggegangen. Soll ich jetzt Angst haben? Warte mal, bevor ich da reingucke, ich will mich hier ein bisschen umgucken. Wieder. Ja, habe ich nicht. Passt schon. Ja, ich weiß, brauche den Wiederschlüssel. Das Haus von innen verschlossen. Das ist ja lächerlich. Gut, dann kraxle ich da jetzt unten durch. Mir egal, ob ich jetzt hops gehe. Für mich nicht. Ich wollte eigentlich ver- Oh, hallo! Was machen wir jetzt? Geh mal hin. Geh mal hin. Wetten, die Tür geht zu. Wieso steht die hier? Wenn ich hingehe, bin ich tot. Soll ich hingehen? Der verkackten creepy Puppen hier. Ah, ist ein Safe, oder? Die Kombination ist ganz easy. Wer weiß nicht, Alter. Falscher Code. Eine Lüge, der war richtig. Müssen es geändert haben. Also, ich weiß nicht. Ich schätze mal, das sind Batterien für die Taschenlampe dann. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Batterie ist, die ich jetzt noch nicht nehmen kann, weil ich noch keine Taschenlampe habe. Ah, da brauche ich ja auch die verfickte Kombination. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, aber ich hab. Ich. Was soll ich denn machen, wenn ich nichts finde? Da unten waren wir schon. Und hier kann man speichern, rennen wir in die Richtung. Moment, da war ich aber noch nicht drin, oder? Guck an!
Was ist das für ein verkackter Schlüssel? Da ist mir überfahren, ne? Ist ja voll lustig, du Drecksteil, oder? Komm her jetzt da. Oder? Scheiß drauf, Alter. Wenn die da hoch geht und nach hinten rennt, logischerweise renne ich so. Schnell speichern. Aber ganz schnell speichern. Wo war denn der Dreck? Wir haben den Widerschlüssel. Das speichern wir natürlich jetzt ab. Na gut, es wird nichts passieren. Außerdem hat mich das jetzt überhaupt nicht erschreckt. Das ist gar nicht so. Also, so, so. Gar nicht so erschreckend, dir. Gut, aber jetzt, wo wir einen Widerschlüssel haben, müssen wir jetzt sofort reingucken. Irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung jetzt, wo der Raum war. Wo ein Raum war. Egal. Wieder. Ich hätte einfach nur da hingehen müssen. Warum? Ich war da nie. Ich bin hier nie hingegangen. Ich hab, weiß nicht, haben wir gedacht, vielleicht war ich da schon einmal und darum bin ich nie hingegangen. Ich weiß es auch nicht. So, gucken wir sich noch ein bisschen um hier. Aber ich glaube, das war's schon. Na, da komme ich jetzt nicht hin. Ah, das wird spätestens an. Freigeschalten, gut. War das ganz zufällig eine Widertür oder die war nur von der anderen Seite hier dicht? Keine Ahnung, ich renne jetzt mal dahin. Lass mich gucken. Jetzt bin ich wieder so orientierungslos. Gut, ich weiß schon, wo ich bin. Pass auf, wir müssen in die Richtung, glaube ich. So war das, gell? Wieder. Ja, genau, hier. Aha, wieder ein Ort zum Speichern. Soll ich wieder speichern? Ja, scheiß drauf, ich speichere wieder. Sonst muss ich wieder alles herumlaufen hier. Das taugt mir gar nicht. Gut. Dann mal gucken, wo war noch wieder? Jetzt offen? Nee. Wieder. Oh, verdammte Axt. Ich muss dorthin gehen. Er rennt dann sicher eh weg. Robert, bist du's? Is that you? Robert? Where is everybody? Wait, where are you going? What on earth is going on here? Dem Fenster geht's gut. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, der Vogel. Aber da flog der Rabe nimmer mehr. Robert, wo bist du denn? Gut, ich habe gesehen, außerdem der Schlüssel, der blitzt eh auf, ne? Der so, da, Taschenlampe, geil, Leute, leg mir mal. Chak, chak, amalu, chak, chak. Nummer 9. 9, okay, 9, das müssen wir sich das aufschreiben. There's a number written on the wall. All the other numbers have been erased. Ja. Aber 9? And that's a padlock. Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. Ah, Sherlock. But who drew this? And why? Da wird ein Artefakt drin sein, Schatzi. Miva. Robert, was ist los mit you, oder? Robert? Alles gleich, mein Bärchen. Ich will einfach mit dem Kopf durch die Wand. Ich verstehe es nicht.
Er war schon früher so. Ist sie gut, Robbie? Robert! Robert, what's wrong with you? Robert, answer me! Get out from here! No! Aber sicher nicht. Ich habe eine Mission. Gut, den neuen. Was hat man sich das irgendwie gemerkt, aufgeschrieben, wenn man so guckt? Jetzt da zum Beispiel. Na, warte, das war auf M. Auf M war das, oder? Oder auf N? Auf N. Anmerkungen. Optionsschlüssel, okay. Inspektion, Spielkarten, Unterlagen, Notiz, da. Spielkarten, das wird es nicht sein. Feuer, warum auch immer. Ja, aber Anmerkungen, oder? Der Code Nummer. Ah ja, Nummer 9, hier steht sie. Erste Nummer 9, gut. Naja, ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Robert. Ach ja, Batterie, nehmen wir gleich mit. Die Tür ist von innen verschlossen. Macht nichts. Wir haben ja jetzt da. Aber hier ist auch zu. Und hier war nichts mehr, glaube ich, gell? Gut. Was hat das dazu bedeuten? Ja, was ist denn jetzt? Oh nein, jetzt muss ich da hochlaufen, Mann. Aber er bewegt sich nicht. Haha. Ach doch, die verkackte Tür, die kommt rein. Du bist tot. Warum macht er denn die Tür von außen zu? Der deppert oder? Oh Gott, Alter. Jetzt schniebelt der einfach von außen zu. Ja, komm. Ja, scheiße, Alter. Das hätte wenigstens speichern können. Jetzt ganz ehrlich, Alter. Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Oh Gott, aber jetzt überspringen wir den ganzen Furzdreck. Wir überspringen Robert. Ich renne zum Speichern. Ja, Robert ist mir klar, komm. Robert. Is that you? Where is everybody? Ich glaube, der Vogel geflogen. What on earth is going on here? Roberto. So, da steht gar nichts. Gut, nehmen wir den Shit. Jetzt ist es eine 5. Das ist voll die Verarsche. There's a number written on the wall. All the other numbers have been erased. Oh, and that's a padlock. Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. But who drew this? And why? Ah ja, gut. Und die müssen wir filmen. Ja, da ist es nicht. Auf einmal ist Robert hier. So. So.
nehme sich noch ein bisschen Batterien mit für die Taschenlampe. Robert! Robert, what's wrong with you? Robert! Extra lang heute. Obwohl, kannst du nicht bewegen. Ja, beweg dich einfach. Zack, zack, zack. Da nehmen wir auch noch die Batterie mit. Guter Junge. So. Kommt die blöde Peach wieder. Das überspringen wir schön. Lauf, Bratan, lauf. Lauf, Bratan, lauf. Du kleine Drecksammer, auf die Dinger. Mach sie zu. Safe Room hat passt. Oh. Schalte zuerst den Feind aus. Ich bin hier sicher. Ich schalte hier gar nichts aus. Aha, ich habe gespeichert. Geilo. Super YouTube. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Mal schauen, was passiert. Jetzt will ich gar nicht mehr. Passt YouTube. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut rein und immer brav sein. Ciao.